Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pro Evolution Soccer 2020. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Abenteuer. Wir spielen heute mit der Partie Arsenal London gegen Sao Paulo. Was spielen wir denn heute? Strategie. Ich muss wieder die Mannschaft anbauen. Ja, das ist normal bei mir. Das passiert öfters mal. So, was haben wir denn hier? Ein 81er Innenverteidiger brauchen wir auf jeden Fall auf der Startelf. Das heißt, Nacho raus, Mustafi rein. Natürlich sind 82er Linksverteidiger eigentlich, ne? So. Vier. Vier, zwei. Eins will ich spielen auf jeden Fall. Das ist mein ein gutes System. Ist okay. So, jetzt brauche ich noch einen offensiven Mittelfeldspieler. Habe ich noch keinen? Habe ich keinen Kader? Kann man so spielen. Keiner, der so Position spielen kann, ne? Young spielt vorne drin. Gut, dann brauche ich drum. Der passt soweit. Das ist okay. Das ist okay. Okay, das passt soweit. Gut. Dann gehen wir rein in die Partie. Anschluss. Zweites Spiel. So. Aber komm, schön, ich bin auch nicht mehr bei Arsenal. Der ist ja jetzt gestern oder so, das habe ich ja trotzdem zu Bordeaux durchgegangen. Nur, dass ihr da auch schon mal ein bisschen auf dem Stand seid. Ich werde übrigens für das Spiel kein Thumbnail extra machen, wenn ich glaube, ich bin irgendwie zu faul für. Weiß ich noch nicht. Muss gucken. Ich glaube, ich mache ihn oder ich mache einen Standard-Tank. Nee. So, gehen wir rein in das zweite Gruppenspiel. Heute mit dem hoffentlich ersten Sieg. Deswegen habe ich jetzt mal einen etwas schwächeren Gegner genommen. Bellerin.
Ah, der ist nicht. Der ist ein Ticken zu lang. Aubameyang kommt da nicht dran. Schade. Ah, verdammt. Bisschen abgelaufen. Aber jetzt haben wir den. Und eben angesprochene Laurent Koscielny, der schafft es nicht. Der Franzose holt sich das Bällchen. Und die erste Chance der Nummer 7, das ist Henrik Mkhitaryan jetzt. Aber leider nicht unterbringen, nicht schafft das Tor zu treffen. Jetzt hier mal zwei Mann stehen, drei Mann stehen. Und kriegt es dann aber leider nicht hin, den Ball ins Tor. Ein Tor zu versenken. So, die Ecke kommt. Ein bisschen kürzer als eben die mal. Und drin das Ding, 1-0. Bellerin, der Rechtsverteidiger. Ja, es könnte sogar sein, dass ich heute, dass ich diese Saison mal ein Pro Evolution Soccer auf dem meinem Kanal bringe. Und der hüpft schön rein. Der war gut gemacht. Schöne Ecke. Xhaka, der Schweizer. Ballerin, der Spanier. Macht das Ding mal kurz eben. Schön angenommen. Zweimal tropfen lassen. Und dann rein damit. Ins Glück. 1-0 Arsenal. Ja, kann man so mal eben nach wenigen Minuten, na, etwas mehr als eine Viertelstunde, so schreiben. Also schauen wir, nur in München spielen wir. Und ich weigere mich, mit den Bayern zu spielen. Nur so nebenbei. Ich bin mich bei weiß Gott und kein Bayern-Fan. Deswegen werde ich es auch nicht tun. Gegen so Teams wie Arsenal und so habe ich ja nicht. Juve auch nicht. Also. Bellerin. Mkhitaryan. Die Flanke. Schönes Ding. Wieder nicht. Ah, wieder Ticket zu hoch für Aubameyang, der da leider nicht das 2-0 machen kann. Ah, schade. Was war das jetzt? Was gibt er mir jetzt da? Okay, gegen mich. Er pfeift gegen mich. Für welche Situation? Ah ja, das ist im Schuss passiert. Das war doch kein Foul. Das ist doch im Schuss passiert da vorne. Naja, nicht an der Bar. Schade. Und der Ball geht zu Aubameyang. Jetzt 2-0. Torreira. Arsenal hat auch gut aufgerüstet in der Saison. Auf jeden Fall unter anderem mit Nicolas Pepe, ja, einen der absolut umworbensten Spieler dieses Transferfensters. Verpflichtet für 80 Millionen, 82 Millionen, irgendwie so ein Dreh rum. Ja, Torreira, der defensive Mittelfeldspieler. Aubameyang hier bindet 2. Der Querpass, zack, einmal kurz abgetroffen von Özil. Und dann rein ins Glück. 2-0, Arsenal. Schade. Ja, der war ein bisschen zu weit. Aubameyang. Der Ball kommt aber zu und über Umwegen zu Mkhitaryan, der sich aber weit, weit nach außen treiben lässt. Ja, und damit geht es in die Pause. 2-0 Arsenal.
So, wir brauchen gar nicht wechseln. Es läuft ja alles. 2-0, also 2-0 gehen wir in die Halbzeit. So, dann gehen wir jetzt rein. Also, Guendouzi, der kommt. Schöne Flanke. Wieder nicht. Also die Flanken kommen es ja nicht an. Das ist schon mal klar. Schönes Ding. Nacho. Das ist eine etwas andere Variante. Der wurde doch nochmal gefährlich auf dem zweiten Versuch. Xhaka, der räumt das Ding ab. Ah, er kommt nicht mit. Schade. Ah, schade. Aber der Ball kommt über Umwege zurück. Und ein schöner Ball noch aus. Bellerin, der Torschütze. Zum 1-0. Und wieder kommt der Aubameyang nicht da in den Zweikampf. Also, schau mal, kriegen wir den nicht da vorne rein. Der ehemalige Dortmunder. Einer von dreien übrigens im Kader. Die anderen beiden sind Mkhitaryan und der Fünfer Sokratis, mit dem wir jetzt gerade den Ball geblockt haben. Das war durchaus nicht unwichtig. Und dazu haben wir noch mit Mustafi und Leno. Zwei Deutsche im Kader. Drei, Entschuldigung, Özil natürlich auch. Nichts vergessen. Auch wenn da vielleicht viele was anderes sagen. Ihr habt es wahrscheinlich auch mitbekommen. Aber darauf möchte ich überhaupt nicht eingehen. Hat in meinem Let's Play nichts zu suchen. Sondern wir konzentrieren uns rein nur auf das Spiel. So, oh. Ja, alles gut. Nichts passiert. Harmlos. So, erstmal weg damit. Ne, Aubameyang, der ist absolut glücklos heute. Stand jetzt. Kann ja noch alles passieren. Sind noch ein paar Minuten zu spielen. Der ja unbedingt noch ein Tor machen möchte, Aubameyang. Viel getan bisher. Ne, den kriegen wir heute nicht in die Den schaffen wir heute nicht komplett in die Position zu kriegen. So. No. Zu dem Wechsel kommst du gar nicht mehr. 2-0. Der Herzschaden ist auch gleichzeitig der Endstand. So. Ja. Das war die Partie Arsenal gegen Sao Paulo. Endstand 2-0. Verdient. Passt. Auf jeden Fall. So. Soll ich noch eine Partie zeigen? Na komm, wir machen eine noch. Wir haben noch ein bisschen mehr Zeit.
Dann kann ich mit demnächst mal ein Projekt danach anfangen. So, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pro Evolution Soccer. Und dann nehmen wir uns eine andere Partie an. Ich weiß dann wahrscheinlich in den FC Barcelona mal. Gucken wir mal. Barcelona würde ich gerne mal spielen. Und die treffen heute auf die Boca Juniors, würde ich sagen. Gut, dann machen wir hier Feierabend. Wir sehen uns dann wieder. Tschüss.